Alles bebte und ich war auf einmal hier oben. Oh, okay, er ist schon. Digga, wie lange. Bro, du bist. Wie hast du das überlebt? Wie lange bist du schon hier oben? Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen heute wieder weiter. Und in diesem Part wollen wir diesen Turm dort oben endlich aktivieren. Es ist auch ein Schrein in der Nähe, den habe ich persönlich noch nicht gefunden. Okay, eine Maxrübe. Maxrüben sind ziemlich stark, ja, 2,5 Herzen füllen die auf. Also die soll... Ah, da hinten ist der Schrein. Markieren wir mal ganz schnell. Oh, ist schon markiert. Na super, da habe ich einen richtigen Weitwinkelblick gehabt. Gut, oh. Oh, oh. Der auch einen Bogen? Der hat auch einen Bogen. Oh mein Gott. Boah, der hat einen Elektrofall. Und da ist eine goldene Truhe. Und der da oben hat auch einen Elektrofall. Ich muss irgendwie auf den drauf kommen. Der sollte mich nicht treffen eigentlich. Ja. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ich hab keine Ahnung. Bam. Okay. Er ist auf jeden Fall nicht tot. Aber ich möchte auch nur an diese Truhe eigentlich ran. Weil die sieht heftig aus. Bräh. Das ist ja der schlechteste Schild, den ich je gesehen habe. Und diese Bögen sind auch nur ein Scheißwert. Das sind diese Stachelbockbögen. Davon haben wir ja schon welche. Und ja, wir haben ja schon den Ishin-Bogen und alles. Den Ishin-Bogen würde ich auf gar keinen Fall hergeben. Für irgendeinen Stachelbockbogen, nur weil er ein bisschen stärker ist, weil ich glaube, mit dem Ishi-Bogen können wir. What the hell? Was. Auf was für Partys bin ich hier gelandet? Halt die Fresse! Oh. Warte mal, schnell in die Truhe reingucken, schnell den Bernstein holen. Oh, 5 Holzpfeiler, ja, Premium. Okay, Jungs, dann bin ich wieder weg, ne? Ich wollte nur kurz dabei schauen und Hallo sagen, ich will nichts trinken. Oh Gott, schnell hoch, Link. Ja, nämlich die Türme jetzt in Zukunft sind immer so gut bewacht und das wird ein bisschen heftig, wenn man ein paar Gebiete skippt. Oh Gott, kein Headshot aus 2 Meter Entfernung. Achso, er ist schon tot. Lol, erstmal auf seine Leiche springen. Man kennt ihn. Gut, okay. Dann, wenn uns schon, obwohl, warte mal, was ist das denn? Achso, okay. Das sah gerade aus wie dieser Schleim, der eigentlich beim Hyrule-Schloss ist. Ich dachte schon gerade. So, zack. Was war das denn? LOL! LOL! Du Idiot, ey! Ich dachte schon, ey, was ist denn jetzt los? Gut, komm her. Okay, ein Hit. Er kann nur mit der Zunge erreichen, die sind so nervig. Bam, okay. Nice, nice, nice. Dann will ich aber meine Sachen jetzt wieder einsammeln. Gott, wir haben schon wieder zu viel Schaden getankt. Egal. So, und jetzt gehen wir rauf. Ich hoffe, da sitzen jetzt nicht noch 30 andere. Ja, natürlich sind die an Chameleon orientiert, diese Exhalfosse. Sieht man ja auch an dem Design. Und ja, das war zum Glück noch, ja, recht einfach, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man gegen alle kämpft, denke ich mal, ist es wieder ein bisschen schwieriger. Da wir jetzt aber den meisten Teil geskippt haben, weil sonst würden alle unsere Waffen am Ende kaputt sein. Denke ich mal, ging das jetzt noch klar. So, wir sind beim Ranell-Turm. Sollte ja eigentlich hier alles aktivieren dann. Also das Gebiet mit dem Titan und alles. Also dieses riesige Gebiet hier, das ja wird auch erstmal wieder ein bisschen lange brauchen zum Erkunden. Aber ich habe jetzt auch erstmal vor, die Schreine zu machen. Dann die Truhen und Crocs. Ja, werde ich dann vereinzelt machen. Crocs plane ich eigentlich in Livestreams dann ein, weil es ist schon wahr, es hatte mir jemand mal in die Kommentare geschrieben oder auf Discord, ob ich denn Legend of Zelda Breath of the Wild bis Tears of Kingdom fertig haben werde. Und da es ja irgendwie 900 Crocs gibt oder so und auch 130 Schreine oder mehr und noch die DLC-Pakete, die ich eigentlich auch noch zocken wollte, ja, muss ich da auf jeden... Oh Gott, da hinten ist schon wieder einer. Gibt's doch gar nicht. Deswegen muss ich halt mal wirklich schauen, wie das, wie ich das dann so schaffe. Aber wie gesagt, ist jetzt der Plan, dass ich, ja, dem normalen Let's Play die Türme zeige
und die Schreine, Truhen und generell halt alles, was zur Story dazugehört. Aber die Crocs, die irgendwo auf Bergen chillen oder wofür was man Aufgaben machen muss, die werde ich dann in einzelnen Livestreams machen, höchstwahrscheinlich dann aber auch erst am Ende. Heißt aber natürlich jetzt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie, wenn ein Croc auf dem Weg liegt, dass ich dann so sage, yo, den Croc machen wir erst im Livestream. Das mache ich natürlich nicht. Wenn er auf dem Weg liegt, mache ich den natürlich dann auch mit. Aber ihr müsst wissen, dass ich jetzt eher nach Truhen suche und nicht mehr nach Crocs. Und wir haben ja in den letzten Parts immer noch Crocs gesucht und es gibt natürlich wesentlich mehr Crocs, als es Truhen gibt. Und da ich auch nur nach den relevanten Truhen gucke, ja, gilt das halt auch, dass das halt einfacher funktionieren wird. So, wir haben den nächsten Chica-Turm aktiviert und können damit das Gebiet lesen. Oh yeah. So. Da wurde auch das Teleportziel angemacht und jetzt beginnt auch die Datenübertragung, wodurch wir dann endlich wieder was Neues für die Karte bekommen. Und es gibt so viele Schreine hier in der Umgebung. Ich glaube, die Soras, die machen wir erst in 20 Parts. Ich mache erstmal alle Schreine. Weil, ja, wir müssen den Titania zurückerobern. Das ist ja die Hauptaufgabe, wenn wir zu den Soras gehen. Und ja, wie gesagt, beim Titan schilden Leune. Aber der Titan auch von, ja, so wird natürlich ein bisschen schwierig, weil die Titanen sind, glaube ich, immer so wie Art Dungeons aufgebaut, wenn ich jetzt mich recht entsinne. Und wir haben... LOL, den habe ich gar nicht gesehen. Und wir haben anscheinend ein neues Objekt, nämlich das, Fernglas? Oder was war das? Ja, natürlich holt er mich von hier oben nicht. Du hast mich erschreckt. Verzeih mir, bei meiner Wenigkeit handelt es sich um Rüt vom Volk der Zoras. Du scheinst mir ein Reisender zu sein. Bitte sag mir doch, was du mir machst. Oh, was ich mache? Scharfsinnig. Eine überaus scharfsinnige Frage. Meine Wenigkeit hat sich zusammen mit Prinz Sidon aufgemacht, um einen Nilianer zu finden. Ich habe hier Mittagsschlaf gehalten, als mich plötzlich ein gewaltiger Lärm weckte. Alles bebte und ich war auf einmal hier oben. Oh, okay. Er ist schon... Digga, wie lange... Bro, du bist... Wie hast du das überlebt? Wie lange bist du schon hier oben? Egal. Ich bin natürlich wieder runter, aber der Turm ist so hoch, dass ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Wenn mich nur noch der Prinz bemerken würde. Er ist immerhin auf der Brücke da direkt unter uns. Aber warte mal, du bist doch ein Nilianer. Was für ein Glück. Prinz Sidon, ich hab einen. Hier ist ein Nilianer. Oh, Mann. Er hört mich aus 50 Kilometer Entfernung nicht. Ja, was ein Wunder, ne? Ich hab leider Physik nie studiert. Ich hab leider immer Schule geskippt, Mann. Vielleicht wäre es das Einfachste, wenn wir von hier aus in den Fluss springen würden. Dann kämen wir zu Prinzen. Also du würdest das überleben, aber ich nicht. Nein, das ist viel zu hoch, sogar für mich. Also ich weiß, diese Flossen könnte ich vielleicht auch als Gleiter benutzen. Und ich könnte auch... Ich weiß nicht. Warum zieht ihr euch denn so? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einen Schlaganfall oder so. Anstatt zu Prinz Sidon würde ich wahrscheinlich ins Himmelreich gelangen. Verzeih mir, Jana, meine Fähigkeit wird doch eine Weile brauchen, um Prinz Sidon zu erlangen. Lass mich einfach hier zurück und geh schon mal vor. Ja, Deal. Ne? Alles klar, Leute. Dann, ja, müssen wir jetzt eigentlich nicht großartig auf die Karte gucken. Wir machen jetzt einfach die Schreine. Und die Schreine sehen wir ja eigentlich. Und der erste Schrein befindet sich dort unten. So, ich hoffe, jetzt wird nicht irgendeine Monster-Cutscene aktiviert. So, und da oben... Ich weiß gar nicht, haben wir den jetzt schon gesehen? Den Leunen? Also auf jeden Fall auf irgendeinem Berg gibt es einen Leunen. Ja, hoffentlich fliegen wir den jetzt gleich nicht direkt in die Arme. Und er ist noch beim Mittagessen. Was essen eigentlich Leunen? Safe Kühe und alles, ne? Oh, nö, ne? Sau-Kui-Schrein. Ein Hyana. Oh, eine große Maxi-Rübe, die ist ja noch heftiger. Oh, was ein Glück. Du bist ein Hyana, oder? Sehr schön, was für eine glückliche Erfüllung. Ah, du fragst dich hier, worum es geht. Ich bin Torfü. Vom Volk der Soras. Wir suchen verzeiht nach einem Hyana wie dir. Das Volk der Soras ist in Gefahr. Deshalb suchen wir zusammen mit Sidon und unserem Prinzen einen starken Hyana. Besagter Prinz Sidon hält sich bei der Ingoku-Brücke auf. Wenn du uns helfen möchtest, würdest du mit dem Prinzen sprechen? Ja, machen wir irgendwann. Und ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, hier wird es immer regnen. Ist aber auch nur so eine Vermutung. Doch, auf dem Wetterradar ist das auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, ob das unbedingt auch hier so ist und auch in den Blitzwäldern, aber ich glaube eher hier. Oder ich weiß nicht, ob das Blitzwälder heißt. Ich glaube, die Experten in Breath of the Wild, die verwirre ich gerade schon wieder mit meinem Gefasel, aber... ja, egal. Oh, wieder eine Kraftprobe. Die Schreine mag ich ja am liebsten.
Okay, dann. Machen wir erstmal mit dem Stachel Borgstock, damit wir den kaputt machen. Okay, dort können wir failen. Ich glaube, ich hau mir mal einen Grillwill rein. Ach fuck, jetzt habe ich gar nicht gespeichert, ne? Aber den sollten wir schaffen. Wir können natürlich auch mit dem Wächterschwert kämpfen. Werde ich machen, wenn wir es verkacken. Okay? Vorher brauchen wir das eigentlich nicht. So. Dann speichere ich mal. Okay, das war dumm eigentlich. So macht man, so bekämpft man den eigentlich nicht, ich Idiot. Oh, jetzt will er schießen. Glaube ich zumindest. Oder nee, er macht den da. So, jetzt ist er paralysiert, paralysiert, paralysiert. Ich bin ein Idiot, ich bin ein Idiot und ich hasse mich selber. So, jetzt schlag mal. Was? Ja, keine Ahnung. Also, ich bin zu dumm, glaube ich. So, jetzt lauf mal hier gegen. Perfekt. Ah, nee, eigentlich könnten wir doch mit einem Großschwert das machen. Leute, wir wurden einfach nicht getroffen. Ich Idiot, ey. Ah, jetzt macht er seinen Laser. Ich glaube, wir können den sogar abwehren. Obwohl, nee, den Laser kenne ich noch gar nicht. So, wir können auch. Ah, fuck, ich hoffe, wir müssen ihn ins Auge schießen, ne? Oh Gott. Ja, natürlich, wenn wir keine Ausdauer haben, funktioniert das natürlich nicht. Mann, jetzt wollte ich das einmal zeigen. Mann, ey! Oh fuck! Oh mein Gott! Mann, ey, ich verkack den voll. Oh Gott, jetzt macht er wieder den. Oh so, jetzt muss ich aber einmal sein. Komm jetzt. Gott. So, und. Nein, ich habe sein Auge nicht getroffen. Doch, jetzt, oder? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Scheiße. Ich bin auch so ein Idiot, ne? Machen wir einfach mal scharfes Chili-Fleisch. Zwar brauchen wir zwar nicht, aber besser als nie, ne? Ja, ich mache jetzt keinen Bombenfall. Ich habe Angst, dass wir seine Sachen nicht bekommen. Und jetzt komm doch mal. Oh mein Gott. Ja, mach den wieder. Okay, ich glaube, wir müssen sogar. Oh, jetzt macht er den. Sind wir hinter sich, ja? Ich glaube schon. Oh Gott. Kürzester Moment der Wahrheit. Bam, du Fixer, ey. Dachte ich mir schon, dass der. Also im letzten Moment habe ich mir so schon gedacht, ey, der schießt doch mehrmals. Und ja, er schießt mehrmals. Okay, zum Glück am Ende nochmal kurz gezeigt, warum ich. Wird heute schon mal gespielt hab? Keine Ahnung. Gut. Ja, das Schild möchte ich auf jeden Fall haben. Ja, gegen das Boxschild natürlich. Nein! Mach das Boxschild weg. Sieht scheiße aus. Und bringt nichts. Gut, also. Ich bin zufrieden eigentlich. Ich hätte natürlich noch ein bisschen. Wäre natürlich noch ein bisschen besser. Aber. Oh, es gibt sogar noch eine Chest. Ja, geil. Ja, guck mal her. Oh, diesen Bogen verwendeten die Ritter von Hyrule. Er liegt hervorragend in der Hand und ist dank des starken Metalls sehr robust. Ja, nice. Okay, also wie gesagt, also diese Schreine gefallen mir so gut, diese Kraftprobenschreine, weil ich einfach meine Lieblingssachen machen kann in Breath of the Wild. Einfach auf die Fresse hauen. So, dann gebt mal das Zeichen der Bewährung und dann machen wir die nächsten Schreine. Ja, also ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dieser Taktik haltet. Ob die ja für euch schon etwas spannend, also etwas spannender ist zum Zuschauen, weil Crocs sind halt schon etwas nervig, überall zu viele und halten uns halt zu sehr auf von den hauptsächlichen Sachen. Und zu den Truhen gehören auch häufig vielleicht auch Kämpfe dazu. Deswegen, ja, könnte das mit den Truhen sammeln jetzt ein bisschen spannender werden. Und die Livestreams dort könntet ihr mir dann später helfen gleichzeitig und auch einfach zuschauen und ein bisschen die Zeit genießen. Hoffentlich werde ich das dann am Freitag machen. Dort wollte ich das jetzt dann jetzt immer den Punkt hinmachen. Gut, dann teleportieren wir uns wieder zurück und holen uns dann den nächsten Schrein.
So, dieser Schrein dort hinten ist unser nächstes Ziel. Ja, das könnte auf jeden Fall anstrengend werden, aber mal schauen. So, ich glaube, das ist wieder ein riesiges Moblager. Könnte ich nicht... Ah, nee, warte mal, wenn ich keine Ausdauer habe, dann trinke ich. Deswegen sollte ich das lieber nicht anpeilen, den Plan. Ich wollte nämlich mich irgendwann fallen lassen. Wenn ich keine Ausdauer habe, dann ist das natürlich für den Arsch. So, ist das jetzt wieder so ein Exalfos-Lager? Ich weiß es nicht. Ich werde da auf jeden Fall nicht landen. Ich werde da hinten landen. Oh, das sieht ja herrlich aus. Einfach nochmal einen Screenshot machen. Gut. Und wir landen. Perfekt. Sind, glaube ich, nah genug dran. Ich gucke jetzt mal rein. Warte, ich höre schon wieder irgendwas. Hey, ich höre wen graben. Ah ne, ich glaube, das waren immer nur die Flatterkollegen hier, die Vögel-Dingsbums. Na egal, tun uns ja nichts, deswegen laufen wir einfach mal weiter. So, worüber ich gerade nochmal nachgedacht habe, ist, ob es mehr als einen Leunen gibt auf diesem Gebiet. Das ist so groß, dass ich mir das eigentlich fast gar nicht anders vorstellen kann. Ich gucke jetzt nochmal so ein bisschen, nochmal zur Sicherheit, weil ich echt keine Lust habe, eigentlich gerade gegen den Leuen zu kämpfen, wegen unserem aktuellen Equip. Wir können mit diesem Equip gegen die normalen Kollegen so viel ausmachen, aber wenn wir jetzt einen Leuen haben, dann würden wir unser ganzes Equip direkt aufbrauchen und das, da habe ich keinen Bock drauf. So, dort... Oh Gott, nein. Was ist eigentlich, wenn wir... Du Wichser. Ich wollte ihn jetzt raus im Wasser holen. Garnisonsruine. Mhm. Was chillt denn hier alles? Oh mein Gott. Warum so viele? Ach so, sogar ein ganzes Boppenlager ist das. Oh fuck, Digga, was mache ich denn? Ja, ich bin gerade ein bisschen dumm gewesen. Habt ihr, glaube ich, alle gesehen. Fuck, ich habe noch den Zweihänder in der Hand. Beste Leben. Ich muss, glaube ich, den mit der Lanze killen. Leute, die sind da... Ich krieg keinen Headshot hin. Warte mal, ich möchte mein Kurzschwert nicht damagen an den Idioten hier. Deswegen hole ich mir... Wo ist die Waffe hin? Er hat sie genommen! Die Fresse, du Idiot. Warte mal. So! Krepier! Du bist so ein Idiot, Mann! Du kriegst so einen Headshot in die Fresse, Mann. Digga. Nehme ich ab. Boah, Gott, ey. Und ich will einen Leuen bekämpfen mit der Leistung. Ich bin fast gestorben, Mann. Aber ich glaube, das waren nicht alle. Wenn da jemand gepfiffen hat... Okay, was heißt gepfiffen? Was ist denn da hinten? Oh, sind das Diamanten? Ich weiß es leider nicht. Das sind schon wieder zwei. Kann doch nicht sein. Komm mal her. Und die haben... Digga, die haben Bögen? Okay, einer Headshot. Ja, die sind jetzt kein Problem mehr, eigentlich, die blauen Bockblins. Gut, kann man nicht eigentlich an dem Lagerfeuer, wenn man da ein bisschen bleibt, Herzen auffüllen? Hm, dachte ich zumindest. Okay. Komm, jetzt geh mal sterben. Oh, also irgendwann können wir auch diese Bomben verbessern bei dem Mateno-Institut. Das, hattet ihr mir ja nochmal... Lol, der hat einen Zweihänder. Und da ist eine Chest. Das hattet ihr mir ja noch in die Kommentare geschrieben. Und ja, danke. Das hatte ich ganz vergessen. Dort können wir natürlich dann auch besser dann mit den ganzen Sachen kämpfen.
So, habe ich denn... okay. Ich kann Ritterhelleball nicht mitnehmen. Das ist schade. Aber naja, wir haben es zum Schrein geschafft. Und dann werden wir den im nächsten Part noch betreten. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen von The Legend of Breath of the Wild. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein und... Sorry, Leute, es ist... Ah, ne, okay, es ist irgendein Idiot wieder. Bis demnächst. Ciao.